So, und heute bin ich an einem ganz geschichtsträchtigen Ort. Zuerst, als ich den Namen gehört habe, das Borromeum, habe ich mich mögen erinnern, schon als Kind hat mich das Wort immer begeistert. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich eine römische Siedlung. Aber das ist nicht ganz richtig. Andreas, erzähl mal, was ist das genau, das Borromeum? Also das Borromeum ist Institution von den Jesuiten, also vom katholischen Orden. Man hat hier zum einen eine Kommunität schon 1898 gegründet. Daraus entstanden ist das in den 60er Jahren ein Lehrlings- und Studentenwohnheim oder ein Lehrlingswohnheim anfangs mit Jugendräumen. Pfadis waren hier, die Jesuiten waren hier religiös aktiv. Jetzt sind sie es nicht mehr, sie sind im alten Teil hier. Und meine Aufgabe ist es hier, das jetzige Studentenwohnheim zu leiten und mit den Räumlichkeiten, die da sind, die wir vermieten, damit uns am Leben zu erhalten. Ich habe gesehen, da hat es auch ganz verschiedene Räume. Sag schnell, was macht man da innen denn jetzt alles? Es ist ja nicht Studentenwohnheim heisst zum Schlafen. Nein. Eigentlich schon. Also im Endeffekt, Studentenwohnheim sind einfach 45 Zimmer für Menschen in Ausbildung in Basel, an der Uni oder weiterführende Berufe. International. Wir haben zum Beispiel Mieter vom Tropeninstitut, also Afrikaner auch bei uns wohnen, international à la couleur. Und für mich so persönlich ist es ein Reiz durch die Internationalität, dass es einen besonderen Reiz hat. Aber es ist genauso, wir haben bei uns im Haus die Firma Overall, die tut unsere Kantine als öffentliches Restaurant betreiben. Die Jesuiten wohnen hier und wir haben die Tagungs- und Konferenzräume, unter anderem den Theatersaal, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Also könnte man eigentlich sagen, es ist ein richtig kleines Dorf, das hier ist im Borromeum. Und dann habe ich gesehen, da muss man natürlich auch etwas für Gesellschaft unternehmen. Also ist jetzt der Pat Heberich hier an meiner anderen Seite. Und zwar geht es um Deep South. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ja, was haben denn die vor? Tiefe Süden würde heissen, die machen einen Tessiner oben. Pat, ist das richtig? Nicht wirklich, nein. Deep South ist ja einfach, heisst der tiefe Süden und meint, das ist die Südstaaten von Amerika. Und das ist eigentlich, wo wir uns vor 10 Jahren zusammen da haben, zu unserer Band, ist das die Passion gesehen, Südstaatenmusik. Es hat dann so nach ein paar Jahren haben wir gleich gemerkt, das ist ein bisschen eng, der Fokus, weil die Musiker von dort haben sich sehr bald austauscht und immer schon. Und es hat vor allem auch sehr viel Kalifornien gehabt. Also gibt es zum Beispiel einen der bekanntesten Südstaatenmusiker, der John Fogerty, ist nämlich wirklich selber ein Kalifornier. Weiter, wir haben dann einfach nach etwa 4 Jahren, als wir die CD rausgegeben haben, haben wir gemerkt, das ist zu eng gefasst. Und das ist eigentlich, hat sich eh alles Ende 60er nach Kalifornien verlagert. Und dann haben wir quasi den Fokus ein bisschen breiter gesetzt und haben gesagt, wir machen auch West Coast Sound, der ja dann dort entstanden ist. Dort ist sogar auch unser Lieblingsstil, nämlich der Country Rock, ist dort auch entstanden. Du hast die 60er Jahre angesprochen, junges Publikum ansprechen mit 60er Jahre Musik. Ja, es ist, eben nicht nur 60er Jahre Musik, es sind einfach die Wurzeln von dort. Yeah. Aber das Erstaunliche, auch zum Beispiel Nashville, der Hauptstadt von Country sozusagen, ist die hohe Integrationskraft. Also es wird sehr viel Altes bewahrt, aber es gibt eben auch immer wieder Neues. Also, und das Neue vom Alten könnt ihr hier im Borromeum anschauen und könnt mal die ganze Institution besuchen. Ich auf jeden Fall den Blausch gehabt. Herzlichen Dank euch zwei und ihr habt die nächste Zeit zum Einschreiben.